Ja, liebe Technikfreunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es ist wieder soweit. KW25 2023. Schon wieder ist eine Woche fast rum. Es ist der Hammer, wie die Zeit vergeht. Ja, und ich weiß, ihr wartet natürlich auf eure News jedes Wochenende. Und die sollt ihr auch bekommen, ja, ganz klar. Und ich habe heute insgesamt 8 Punkte. Ja, und ich fange gleich mal an, was ich heute erzählen werde. Also als erstes geht es erstmal um eure Kommentare zur letzten Sendung. Da waren ganz paar andere Sachen dabei. Also seht schon, hier habe ich schon was, da muss ich auch was kurz dazu sagen. Ja, dann Nummer 2, Tesla und der geheime Elon Musk-Mode. Uiuiui, was ist da wo drin? Habe ich den auch? Hat den jeder? Wie aktiviert man den? Interessante Meldung, fand ich. Ja, dann als nächstes, Model 3 wird Model S und X immer ähnlicher. Auch sehr interessant. Ja, immer mehr Details kommen ans Licht, wie das neue Model 3 aussehen soll, das Refresh-Modell. Und da kommen auch mal rein, wirklich interessante Details sind da noch dazu gekommen. Ja, dann Nummer 4, kommt denn bald das induktive Laden für Teslas? Das wäre eine geile Geschichte. Wir reden euch erstmal nur für zu Hause. Auch mal gespannt, was da so drin steht. Ja, dann die Preise am Supercharger, die sinken immer weiter. Eine sehr erfreuliche Nachricht. Ich bin begeistert. Ich muss sagen, wie ihr wisst, jetzt auch den Strom alles komplett bezahlen. Und ja, so sind wieder großen Fahrten, Urlaubsfahrten, steht da nicht mehr viel im Wege. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir Nummer 6. 3 Gründe, warum E-Autos nicht durchstarten. Ja, warum denn nun? Warum kaufen denn Leute keine E-Autos? Schauen wir auch mal rein, was da so drin steht. Ich muss schon sagen, da sind einige Sachen, uiuiui, die sehe ich da ein bisschen anders. Ja, dann Nummer 7, Kostenschock Werkstatt. Das finde ich eine ganz komische Meldung. Ich will nicht zu viel verraten, aber angeblich sind Elektroautos in der Werkstatt viel teurer wie Verbrenner. Gucken wir es auch mal an. Ja, und dann letztes Thema, VW reduziert Touchscreen-Tasten. Ist das der richtige Weg? Schauen wir auch mal rein. Ja, das sind die 8 Meldungen, die ich heute habe. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Bis gleich nach dem Intro. Viel Spaß. Dieses Video wird gesponsert von TobiFair. Nachhaltig produziert und zu 100% made in Germany. So, dann sage ich mal, willkommen zurück. Ihr seht, ich habe mal wieder einen leckeren, ich hoffe, die Kamera ganz einfangen, einen leckeren Tee gemacht. Denn es wird noch eine Weile gehen. Ich denke mal, so eine Dreiviertelstunde wird es bestimmt dauern. Also lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Das Wetter ist ja heute sehr bescheiden. Es regnet, es ist kalt. Es sind aktuell 19, 17 Grad. Ja, könnte ein bisschen wärmer sein. Ja, was ich übrigens gerade sehe, die Tesla-Aktie ist jetzt bei 259 und die soll gerade gesunken sein um 4%, aber ihr wisst ja, ich habe mit Aktien nichts mehr gut, ich bin da raus aus dem Thema und ich bin auch nicht traurig, ich habe meinen kleinen Gewinn gemacht und das reicht auch, aber alle, die ihre Aktie behalten haben, haben nichts falsch gemacht, aber darum soll es ja nicht gehen. Ja, okay, ich fange mal an mit euren Kommentaren von der letzten Sendung und das sind so zwei ganz interessante Geschichten, was heißt eigentlich nur ein Kommentar. Und ich fange mal damit an, ihr seht ja schon, ich habe hier die Powerline von Fritz, das soll keine Werbung für Fritzbox oder so sein, oder gar nicht. Das hatte ich mir ja gekauft, weil ihr wisst ja, die meine Sendung das letzte Mal gesehen haben, mein Video, dass ich auch WLAN im Keller haben möchte. Ja, wo in der Miethaus und ich habe aber einen Keller, der Keller hat ebenfalls eine Steckdose, das heißt, es ist der gleiche Stromkreis. Habe ich viele von euch gehört, die haben gesagt, ja, das funktioniert nur bedingt, ja, also muss an der gleichen Phase am Zähler hängen und so weiter. Wir werden es einfach mal ausprobieren, aber warum das hier steht, hat einen anderen Grund, denn der Heiner hat mir das geschenkt, ein Zuschauer. Also vielen, vielen, vielen Dank, Heiner. Ich kann mich da echt nur sehr bedanken. Ich habe mich da sehr gefreut. Der hat mich einfach mal per Mail angeschrieben und gesagt, Mensch, Christian, wenn du dir so ein Teil suchst, brauchst du nichts zu kaufen. Ich kann es dir schicken. Mir nützt das nichts. Ich habe es probiert. Bei ihm hat es wohl nicht so funktioniert, wie er es wollte. Ich weiß nicht genau, was er da geplant hatte. Ja, und dann sage ich, na klar, sehr gerne. Ja. Ich musste nur die Versandkosten bezahlen. Die waren ja auch nicht so teuer. Habe ich gemacht. Schönen Dank nochmal, Heiner. Und wenn die doch nicht angekommen sind, die 5 Euro oder die Versandkosten, sag mal Bescheid. Ja, aber ich denke mal, das klappt alles über PayPal. Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank. Übrigens kann ich jetzt gleich mal noch so ein bisschen, könnt ihr vielleicht hier sehen, und so ein bisschen Konfetti für Silvester habe ich auch schon dabei. Ja. Da auch vielen schönen Dank. Ja, der hat mir das geschrieben und ganz interessant. Wir haben mal hier seine Mail mit einblenden. Ja, aber der hat noch ein bisschen was dazu geschrieben. Der hat ihm geschrieben, er hat das Model Y und ist das beste Auto, das er je hatte. Und mit seinen 57 Jährchen, also genauso alt wie ich, also jung, sag ich mal, schon einige verschiedene Autos besessen, ja. Hatte aber leider schon ein paar Probleme mit dem Tesla. Ende November hatte ich ihn ja bekommen. Sind dann direkt 2 Wochen später, also Anfang Dezember, von Süddeutschland für 2 Wochen nach Sylt gefahren. Kaum angekommen, ging die Heizung nicht mehr. Und da gab es ja einige mit Y, wo die Heizungsausfälle bekannt waren. Irgendwie eine Problematik war das mal.
Ja, und das bei um die 0 Grad. Service von Tesla hat sich aber super gekümmert und wurde auf der Rückfahrt bei Tesla Kiel repariert. Außerdem hatte ich bei starkem Regen immer wenig Wasser im Kofferraum und ein Lüfter am Armaturenbrett quietschte bei abrupter Beschleunigung. Auch nur bei Regen, auch interessante Geschichte. Ja, die beiden Sachen wurden bei Tesla aber vor kurzem repariert. Kann aber noch nicht sagen, ob es seitdem nicht mehr geregnet hat oder da es seitdem noch nicht mehr geregnet hat, weiß auch nicht, ob es das Quietschen weg ist, ja. Aber wie gesagt, super Auto, ich will nichts anderes mehr, ich auch nicht. Meine Frau hat schon seit Anfang 22 ein Fiat 500e Cabrio und ist auch sehr zufrieden. Ja, gefällt mir auch sehr gut, ja, kleines Auto, aber schnuckliges und schmuckes Auto und als E-Auto wirklich prima. Ja, das sage ich dir, Hein, erstmal, wie gesagt, nochmal vielen Dank und allzeit gute Fahrt, natürlich auch an alle anderen Zuschauer hier, nicht nur an Heiner. Ja. Das war die eine Geschichte und wir machen mal noch die andere. Und da hat jemand geschrieben, Kommentar, und zwar Janila Koba. Stimmt, da ging es ja um Abschleppen. Ja, darf ich Fahrzeuge abschleppen, die quasi an Ladesäulen parken? Und da schreibt er, ja, stimmt, unser Tesla wurde von einem Ladeplatz abgeschleppt, weil wir kurz darauf warteten, dass der Ladeplatz vor uns frei wird. Also diesmal ist sogar ein Elektroauto abgeschleppt worden, ja. Wie ihr wisst, hat der Tesla die Ladebuchse auf der falschen Seite und das Ladekabel war nicht lang genug bis auf die Straße. Jetzt haben wir uns ein längeres gekauft, weil das Abschleppen über 200 Euro gekostet hat. Oh, das tut weh, das haut rein. Außerdem darf man dagegen nicht Einspruch erheben oder klagen, weil es sich nicht um ein Knöllchen handelt, sondern um einen Gebührenbescheid vom Berliner Polizeipräsidenten. Man darf den Abschleppvorgang auch nicht beeinflussen oder stören. Insgesamt waren sieben andere Personen anwesend. Mehrere vom Ordnungsamt, Polizisten und natürlich der Abschleppservice. Ja, also es ist natürlich auch eine haarige, traurige Geschichte, ja. Also ihr seht, es kann sogar uns treffen, uns Elektroautofahrer, ja. Und deswegen muss man vorsichtig sein, ja. Also wenn da zugepackt ist, dann kann man nicht einfach sich da vorstellen oder so oder irgendwie reinquetschen schräg und dann das Ladekabel so irgendwie ganz komisch verlegen. Das hat alles, könnte alles Konsequenzen haben, ja. Aber mal, es ist dann, sagen wir mal, so ein Akt der Verzweiflung, ja. Aber da nochmal schönen Dank für deinen Kommentar zu diesem Thema. Ja, und jetzt als letzter Punkt in eigener Sache. Ihr seht ja immer bei mir im Video, das wird ja unterstützt von Shop for Tesla. Ich will es nur ganz kurz erwähnen. Ihr habt dann die Werbung vielleicht schon gesehen und der eine oder andere, der den nervt vielleicht auch ein bisschen, aber es ist echt ein Shop, die ganz viel anbieten. Und wenn ihr darüber bestellt, ja, dann helft ihr meinen kleinen Kanal ein bisschen. Und da würde ich mich sehr freuen. Also wenn ihr irgendwas braucht von Shop for Tesla, bestellt das über meinen Account sehr gerne, über meinen Code, kommt nochmal Rabatt, habt ihr alles ja gesehen. Ich will es bloß nochmal kurz erwähnen. Aber das nur ganz kurz dazu. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir zur eigentlichen echten Meldung, nämlich Nummer 2, Tesla und der geheime Elon-Mod. Ja, ich habe was gedacht, oh mein Gott, das muss ich ja wissen, ja, wie die meisten auch, ja, die Medien müssen ja alles ein bisschen so reißerisch aufmachen, damit man das auch jeden Fall liest, ja. Ja, und so liest man hier, okay, es gibt einen geheimen Elon-Mod, das ist von MobiFlips, aber ganz viele haben das geschrieben, also das ist durch alle Gazetten gegeistert, ja. Und da schreiben sie hier, ja, Tesla testet ja seit einigen Monaten die FSD-Beta in den USA, was für Full Self Driving steht, wir wissen das alles, ja, was aber eben noch kein komplettes autonomes Fahren ist. Ich meine, das ist ja auch allgemein bekannt, ja. So, und dann schreiben sie, also komplett autonomes Fahren nach Level 5 wäre quasi, dass das Fahrzeug keinen Fahrer mehr benötigt und das Auto selbst von A nach B fahren können. Das ist ja das, was uns Tesla seit, ich weiß nicht, 10 Jahren, 8 Jahren, ich weiß es nicht, verspricht, ja, wenn du einen Tesla kaufst, ich habe das noch wie heute in den Ohren, ja, und das war damals beim ersten Tesla, also für mindestens vor 4 Jahren reden wir, wenn du einen Tesla kaufst, ja, dann wird er im Wert immer nur steigen, ja, weil der wird demnächst autonom fahren, du wirst ihn als Taxi verleihen können, du wirst damit andere Leute fahren lassen können von A nach B, und wenn du das Auto brauchst, ja, dann kommt er zu dir nach Hause und holt dich ab. Ist alles nie eingetreten, ja, wir wissen selber, was es für Theater gab, jetzt mit den Parksensoren, ja, wo nochmal alles ein bisschen eingeschränkt wurde, ja, also da muss ich sagen, hat Tesla wirklich übers Ziel weit hinausgeschossen und da so ein bisschen seinen Kritiker auch ganz viel Futter gegeben, ja, die immer schon gesagt haben, ja, die Spinne, das wird nie passieren, ja, trotzdem muss man sagen, Tesla ist trotzdem oder war zumindest Vorreiter bei all diesen Dingen. Ja, jetzt müssen sie irgendwie mal versuchen, aus der Nummer rauszukommen, ich weiß nicht, ob sie das jemals schaffen werden, ja, aber kommen wir hier zurück, ja. Wie eben auch hier steht, langfristig verfolgt Tesla ja dieses Ziel. Und ein Hacker namens Green Theonli hat sich den Code von Tesla genauer angeschaut und hat er gesehen, ja, intern gibt es wohl einen Elon-Mode, der genau das bietet. Gut möglich, dass also Elon Musk und einige Mitarbeiter von Tesla diese Funktion testen. Die Quelle verrät aber leider nicht, wie man das aktiviert. Ja, ich meine, es wäre natürlich auch extrem verboten, das hier zu benutzen, ja, das ist auch ganz klar.
Denn schon die FSDB da ist nicht sicher. Ja. Ja. Dieser Elon-Mode bietet aktuell natürlich noch kein autonomes Fahren. Am Ende ist das der FSD-Modus nur ohne Hinweise, dass der Fahrer eingreifen muss. Doch es ist die Zukunft und ich bin gespannt, wie schnell diese kommt. Sind es Jahre oder eher Jahrzehnte? Ja, also alle stellen sich die große Frage und ich weiß es auch nicht, das war es auch schon mit einer Meldung. Ja, also ihr seht schon wieder mal viel Wind um nichts. Ja, aber wenn von euch jemand zufällig den Code findet und weiß, wo man aktiviert, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ja, aber ich würde es nur auf dem abgesperrten Grundstück ausprobieren. Ja, also nicht in der Öffentlichkeit. Ja, so viel zu dieser Meldung. Ja, kommen wir zum nächsten. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, Model 3 wird Model S und X ähnlicher. Und da gab es schon viele Meldungen. Das ist übrigens eine Meldung von Tesla Mac hier. Da gab es viele Meldungen, wo schon hieß, was alles so kommt. Ich habe es auch schon mal erwähnt. Wir können mal ganz kurz hier drauf eingehen. Aber es soll ein Highlight kommen, wo ich wirklich ein bisschen traurig wäre, wenn ich das nicht hätte. Ja, und das gibt es ja auch schon zum Nachrüsten, aber es wurde natürlich verboten. Ja, aber da kommen wir gleich dazu. Ja, und so schreibt er hier, kleinster Tesla soll Model S und X innen ähnlicher werden. Ist hier ein Foto von der Tür, wo sie schreiben, ja, das soll wohl schon ein Ausblick sein, aber für mich sieht die ja genauso aus wie die Tür, die ich auch habe. Ja, ich habe eben, wie gesagt, kein Holz, ich habe so weißes Plastik, ich habe die weiße Variante. Und so schreiben sie hier, ja, also das Model 3 soll im Innenraum, also geht nur im Innenraum jetzt, deutlich aufgefrischt werden. Ihr habt ja schon gehört, Ambientebeleuchtung, belüftete Sitze, besseres Audiosystem, wo ich sagen muss, ich finde das eigentlich sehr gut, das Audiosystem. Und ich habe jetzt einige Autos gefahren und ich war ja hier im Urlaub in Abu Dhabi, habe ich ja diesen größeren Kia gehabt. Oh mein Gott, wie schlecht war das Audiosystem. Ja, ja, das nur so am Rande. Klar, besser geht immer, ja. Ja, dann schreiben sie noch. Wie schon sagte, ja, aber bislang steht nur fest, soll der kleinste Tesla bei der Innenausstattung deutlich näher an Model S und X heranrücken. Ja. Teil davon könnte auch ein zusätzlicher Bildschirm für die Passagiere auf der Rückbank sein. Ja. Das ist ja das, was uns fehlt. Model S hat das ja. Die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Die anderen sagen, ja, wenn ich zwei Kinder habe, da streiten die sich, wer will was gucken. Ja. Aber ja, ich meine, man nie ideale Lösung haben. Was ich aber gut finde, ist, und das ist das, was wirklich fehlt, sage ich mal, ja, Model 3 momentan, ist, dass man hinten die Sitzheizung, dass man die von vorne vom Fahrer bedienen muss. Das kann man mit diesem Display lösen. Da gibt es auch welche zum Nachrüsten. Aber das müsste halt eigentlich längst sein müssen, ja. Es kann nicht sein, dass ich zum Fahrer sagen muss, mach mal die Heizung an, mach sie mal aus, mach mal eine Stufe runter, weil mir wird es zu heiß und so weiter. Ja, das sind solche Sachen, die kann man bestimmt auch relativ leicht nachrüsten. Ja, das war das genau. Und dann, ja, da schreiben sie genau, eine weitere Sichtung eines teilverhüllten Model 3 in dieser Woche spricht jedoch dafür, denn bei diesem waren auch die hinteren Seitenfenster zugeklebt. Möglicherweise, um den Blick auf den Bildschirm zu verstecken. Ja, das kann natürlich sein, ja. Ja, aber das meine ich nicht, das Highlight, ja. Jetzt kommt's. Eine bedeutende Neuerung könnte laut Teslas Scope sein, dass Tesla im Model 3 Highland auf Steer-by-Wire-System für die Lenkung umsteigt. Nicht wieder aufregen, mein schlechtes Englisch, das ist nun mal so. Da müsst ihr durch. Ich muss ja auch durch. Ja, vor kurzem wurde ein Patentantrag von Tesla zu veröffentlicht und ein früheren Testbericht zum Cybertruck soll ebenfalls davon die Rede gewesen sein. Ja, und jetzt kommt's. Für das Model 3 soll nach Angaben des Beobachters optional ein Jogsteuer angeboten werden. Und das fände ich ja echt mega geil. Ich weiß, ich habe es noch nie benutzt. Ich kann nicht so sagen, wie das in der Handhabung so ist. Ja, aber ich finde die Optik mega geil. Und ja, das ist reine Geschmackssache. Wenn das nicht allzu teuer ist, ich rede mal so von 250 Euro vielleicht. Ich glaube, so viel kostet auch ein Model S. Würde ich das dazu buchen auf jeden Fall. Das wäre es mir wert, ja. Und dann kommt danach dazu, und das verstehe ich so, ohne jetzt mehr recherchiert zu haben, aber ich verstehe dieses neue System ja so. Und das gibt es auch schon, glaube ich, in irgendeinem Fahrzeug gibt es das schon, dass man quasi einschlägt und die Räder quasi proportional weiter einschlagen als das Lenkrad. Ja, ihr wisst, was ich meine? So ist nur ein bisschen. Und wenn ich einmal richtig rummache, ist es bis zum Anschlag, sodass ich quasi nicht umgreifen muss. Das wird das Patent sein. Nehme ich mal an. Wie gesagt, ich bin nicht dazu gekommen, das mal zu recherchieren. Aber ja, dann wäre natürlich auch so ein Joglenkrad völlig praxistauglich. Ja, da muss man nicht umgreifen, auch nicht im Kreisverkehr. Ja, klar, man muss sich dran gewöhnen. Wird bestimmt auch dann schwierig sein, wenn man dann zurück auf ein normales Auto geht. Und dann muss man auf einmal umgreifen. Das ist eine unheimliche Gewöhnungssache. Ja. Aber das ist nun mal so. Und wie ich schon sagte, ja, zwei Wochen Verbrenner in Abu Dhabi. Es war ein Traum, im Tesla zu sitzen. Es war einfach nur ein Traum. Ich weiß, manche können es nicht mal hören. Ja, also das finde ich echt cool, wenn das kommen sollte. Dann geht es aber noch weiter. Dann schreiben sie noch. Sie müssen natürlich aufpassen, ja. Es muss ein gewisser Abstand gewahrt bleiben. Ich meine, klar, man sieht, oh Mensch, Model 3 ist drinnen genauso schick wie das Model S. Kann ich auch das Model 3 nehmen. Ja, die werden schon irgendwas noch lassen, was ein bisschen Abstand verspricht, ja. Ja, und dann schreiben sie auch noch,
Die belüfteten Sitze, ja. Man zweifelt ja auch den China-Gerücht zu den belüfteten Sitzen, ja, denn sie gehen davon aus, dass es nicht zum Einsatz kommt. Da kann ich mir vorstellen, dass es echt so sein kann, und das ist ja Tesla typisch, dass sie sagen, okay, das Standardmodell ohne Besitz, ohne die belüfteten Sitze, und dann das nächsthöhere, also Long-Range-Modell oder eben das Performance-Modell mit belüfteten Sitzen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das durchaus kommt. Ja. Ich meine, es ist natürlich unheimliches Lockmittel, dann vielleicht das teure Auto zu nehmen, ja, automatisch. So. Bestätigen konnten Informationen, dass für das Model 3 eine Innenraumbeleuchtung in unterschiedlichen Farbstimmungen vorgesehen ist. Ja, und das soll auch bei Model S und X in einem Mini-Refresh geplant sein. Ja, ich meine, hätte es längst sein müssen eigentlich, ja, bei dem Preis dort. Ja. Insgesamt soll das Model 3 innen moderner und frischer gestaltet sein und sollte mehr Recycling-Materialien realisieren. Und jetzt geht's los. Wann geht's los? Alles rätselt noch, ja. Zum geplanten Start gibt es laut dem Beobachter unterschiedliche Aussagen von Tesla-Beschäftigten. Manche hätten von den nächsten 1 bis 3 Monaten gesprochen, andere erst von Anfang 24. Ich weiß auch nicht, aber es sieht ein bisschen so aus, als ob Tesla ein bisschen Druck macht, die Fahrzeuge loszuwerden, die noch Bestand haben, was dafür spricht, dass es vielleicht doch eher kommt, als man denkt, ja. Ich kann mir echt vorstellen, dass es dieses Jahr schon kommt. Ende des Jahres irgendwie, Beginn, letztes Quartal oder so. Aber lass uns einfach mal überraschen. Ja. Auch wieder ganz interessant, ihr seht, die Gerüchte verdichten sich immer mehr, also die Gerüchte, nicht die Gerichte, die Gerüchte verdichten sich immer mehr Details kommen ans Licht, und ich bin echt mal gespannt, wie das aussieht, und ja, ich will hoffen, mein Tesla Model 3 gerät nicht zu sehr ins Hintertreffen, wenn das neue Model 3 rausgekommen ist. Aber naja, man kann nicht alles haben, ja. Das ist nun mal so. Ja, kommen wir zur nächsten Meldung, Nummer 4. Kommt bald induktives Laden für Tesla, ja, da habe ich mir so überlegt, macht das eigentlich Sinn? Ich meine, jetzt ist ja alles verbaut, ja, wir haben, Tesla hat das Supercharger schon letztes Jahr, ja, aber wir sollten jetzt anfangen, alle Säulen umzurüsten auf Induktion, wir haben die Buchse hinten im Auto, ja, also, aber nein, die meinen natürlich zu Hause, ja, und das ist eine ganz andere Geschichte, und dann gucken wir jetzt mal genauer rein. Auch wieder von Tesla Mac eine Meldung, ups. Und so schreiben sie hier, Roboter und Elektroautos drahtlos laden, Tesla will offenbar deutsches Startup übernehmen. Und dann schreiben sie hier, die von der Bundesregierung zum Startup-Förderung ins Leben gerufene Hightech-Gründerfonds könnte bald einen erfolgreichen Ausstieg verkünden. Nach Angaben des Unternehmens ist er mit 13,5% einer der größten Anteilseigner von Viverion, das 2016 in Freiburg gegründet wurde und drahtlose Ladesysteme für die Industrie entwickelt hat. Und das sind echt geile Geschichten, das sehen wir gleich. Ja, und jetzt haben wohl alle Gesellschafter beschlossen, ihre Anteile an Tesla zu verkaufen. Es ist noch nicht hundertprozentig sicher, ja. Die schreiben, naja, es war nicht so zu sehen. Man sieht wohl hier im Handelsregister, ist ein Eintrag zu entnehmen, dass die Gesellschafter beim Notar waren und ihre Absicht beurkunden ließen, alle Anteile zu verkaufen. Und auch der Name taucht auf, und zwar Tesla International BV, also in den Niederlanden ansässige Europatochter des Elektroautoherstellers. Und ich sage mal so, das sind eigentlich schon ziemlich klare Indizien. Ja, zwei Investoren von Wirefund sollen bestätigt haben, dass der Verkauf beschlossene Sache sei. Antworten von Tesla oder Wirefund erhielten natürlich die Gründerszene nicht, das ist ganz klar. Ja, diese Firma ist bislang auf Industriekunden spezialisiert und bietet ihnen Batterie- sowie drahtlose Ladesysteme für Fabrikfahrzeuge und Roboter an. Und da macht es wieder ein bisschen Sinn, ja. Vom Abstellen bis zum Beginn des Ladevorgangs, und das ist echt krass, soll nur eine Sekunde vergehen. Also das ist natürlich echt eine mega Geschichte, ja. Und ich habe ja, wie gesagt, schon mal gehört, habe ich noch nie gesehen, ich habe auch nie Meldung dazu richtig gefunden, ausführliche. Es soll in China schon Kreuzungen geben, wo man quasi bei der Rotphase das Auto automatisch induktiv lädt. Ja, also Wahnsinn, wenn das schon so weit ist, ja. Ja, und mit was für einer Leistung? Ja, Systeme mit bis zu 12 Kilowatt Leistung sind im Programm. Ja, und da sind wir natürlich ganz normal bei dem Wallboxen zu Hause, ja. 11 kW reicht völlig aus. Interessante Geschichte. Da ist natürlich dann die Verluste interessant. Die werden ein bisschen höher sein wie mit dem Kabel. Ja. Ja, für was braucht das jetzt Tesla? Natürlich könnte Tesla davon in seinen verschiedenen Elektroauto- und Batteriefabriken weltweit Gebrauch machen, in denen auch fahrende Maschinen mit Akku zum Einsatz kommen. Eine Präsentation in diesem März erweckt außerdem den Eindruck, dass es auch eine Tesla-Lösung für drahtloses Heimladen der eigenen E-Autos vorbereitet wird. Ja, das wäre natürlich eine coole Sache. Dann noch ein Hinweis auf den Roboter, ja, Optimus, der dann auch drahtlos laden könnte. Ich sag mal so, sie machen das wieder richtig in dem Moment, ja. Das ist ja die Zukunft, das ist ganz klar, egal wann und wo die eingesetzt wird, völlig richtig gemacht. Ja, und da bin ich mal gespannt, wann ja so die erste Wallbox mit induktiver Ladefunktion rauskommt. Da bin ich mir echt mal gespannt. Ja, fand ich auch eine echt interessante Meldung. Man sieht, bei Tesla geht das immer weiter, ja. Ja, so viel zu dieser Meldung.
Da sind wir schon bei Nummer 5, ja. Die Preise am Supercharger, die sinken weiter. Ist das nicht eine herrliche Nachricht für uns E-Autofahrer? Das ist eine Meldung von Ecomento, ja. Über 1000 Supercharger-Stationen in Europa, Preise sinken weiter. Und das ist echt interessant. Ich habe mal geguckt, bei uns in der Nähe, ich hole mal das Handy. Ja, das ist ja jetzt das Coole, ja. Ihr könnt ja jetzt in der App, könnt ihr ja quasi eine Ladeplanung machen, wisst ihr alles schon. Und dann könnt ihr auch, da könnt ihr jetzt auch sehen, was die ganzen Supercharger kosten. Früher musste man ins Auto gehen, musste nachgucken. Und jetzt kann man quasi hier zurückscrollen, immer weiter zurückscrollen. Und dann seht ihr schon, das ist zum Beispiel hier Schkeuditz Flughafen. Und was haben wir dafür Preise? Da liegen wir bei 37 Cent außerhalb also das ist quasi diese günstige Zeit, ja. Und wir haben ja von 18 bis 22 Uhr haben wir hier 42 Cent. Das ist natürlich echt ein Megapreis, ja. So, wenn wir dann noch weiter runter gucken, wenn wir zum Beispiel hier hingucken, übrigens sehe ich schon wieder hier, Nembitz wieder voll, ja. Da sind, ja, beschäftigt, 0 von 8 verfügbar. Wenn wir da mal drauf gucken, was zahlen wir in Nembitz? Da sind wir bei 40 Cent, sieht man gleich, ja. Die Ladestationen, die ausgelastet sind, da lässt Tesla die Preise oben, ja. Können wir mal weiter gucken. Und zwar Sangerhausen, ist auch nur noch einer frei übrigens, ja. 41 Cent. Ich hatte aber noch einen, der günstig war. Ich glaube, das war hier. Hermsdorf. Genau, Hermsdorf sind wir bei 36 Cent außerhalb dieser höheren Zeit. Und das ist natürlich echt Wahnsinn. Das haben ja manche zu Hause, ja, 36 Cent. Ich kann mir echt vorstellen, alle, die in der Nähe wohnen, ja, die werden vielleicht auch dort ihr Auto laden regelmäßig, ja. Aber sieht man auch wieder, ja, Hermsdorf ist relativ schlecht zu erreichen. Wenn ihr die A9 quasi nach Süden fahrt, müsst ihr erst abbiegen, ja. Müsst Richtung Gera fahren, da ist die Autobahn quasi wechseln, dann abfahren, ist ein bisschen blöd. Naja, und schon sind die Preise günstiger, ja. Also finde ich echt eine gute Sache und jetzt macht das Autofahren natürlich noch mehr Spaß im Urlaub, zumal ja auch die Urlaubssaison jetzt im Grunde direkt vor der Tür steht. Ja, wenn wir jetzt hier reingucken, schreiben sie auch, ja, in der Nebenzeit liegen sie im Schnitt bei 37 Cent pro Kilowattstunde, haben sie ja gerade gesehen, 36 Cent in Bad Oeynhausen und dann natürlich die zweite Neuerung, ja, Supercharger-Tarif gilt jetzt von 18 bis 22 Uhr, wurde damit 2 Stunden nach hinten verschoben. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, denn meine Erfahrung war so, wie gesagt, ich war ja auch im Urlaub jetzt, also zum Flughafen gefahren und so, und da waren wir wirklich, ja, vor 16 Uhr unterwegs. Also das war echt eine mega Sache und ich sag mal so, ab zwischen 18, ich meine, im Urlaub fahre ich immer früh. Ja, also meistens möglichst früh, dass man dann echt lange profitieren vom kostenlosen, nicht vom kostenlosen, vom günstigen Laden bis 18 Uhr. Das finde ich echt eine coole Geschichte. Ja, dann natürlich, Tesla will weiter sein Schnellladesetz weltweit komplett öffnen. Ja, Anfang Mai Tesla verkündet, es inzwischen über 5000 Supercharger-Standorte weltweit, also nur Standorte, nicht Ladesäulen, weltweit gibt. Die Zahl der Ladeplätze variiert natürlich leicht, ja, aber im Durchschnitt liegen wir ja bei 10 Säulen pro Standort. Und sieht da teilweise noch viel mehr, ja, 18, 12, so über 20 gibt es teilweise, ja. Also das ist echt Wahnsinn. Und ja, auch schon die neuen V4-Säulen sind schon im Einsatz und nach kommen die dazu. Also muss ich echt sagen, das ist eine sehr gute Entwicklung. Mal sehen, wie lange das Tesla durchhält mit den Preisen. Echt mal gespannt. Denken wir zum Herbst wieder anziehen ein bisschen. Ich muss ja auch noch meinen Stromanbieter zu Hause, also einen neuen Vertrag abschließen. Da läuft er dann aus. Ich bin auch noch bei günstigen 28 Cent. Ja, und dann mich auch langsam mal einen Finger ziehen, mich mal bewegen. Ja, ja, so viel zu dieser Meldung. Ja, dann kommt die nächste. Ja, Nummer 6, genau. 3 Gründe, warum E-Autos nicht durchstarten. Ja. Und das hier eine Meldung von Gründerszene, also ist direkt von denen so ein Magazin, ja, 3 Gründe, warum die E-Mobilität nicht durchstartet. Und dann kommt ja schon das erste, E-Autos sind mittlerweile ausgereift und es gibt sie an jeder Ecke. Ich sag mal, jeder Ecke, lass mal hinten stehen, aber ausgereift, endlich schreibt mal jemand in den ganz normalen Medien, jawohl, die Autos sind ausgereift. Also die meisten denken ja noch, um Gottes Willen, E-Auto, boah, keine Reichweite, nichts, ja. Da bin ich ja schon mal froh, wenn man sowas schon mal liest, ja. Ja, und dann schreiben sie, eigentlich müsste der Umsatz von E-Autos brummen. Die meisten Hersteller haben die Fahrzeuge im Angebot und die Zeiten, in denen man sich über Reichweite der Autos Gedanken machen musste, sind zum größten Teil vorbei. Auch das tut gut, endlich mal so eine Schlagzeile zu hören. Und nicht immer, wie weit kommst du? Dennoch stagniert der Absatz. Gerade einmal 167.000 Autos fanden zwischen Januar und Mai einen neuen Besitzer. Da wird es schwer, die Rekordsumme von 470.000 verkauften E-Autos im letzten Jahr noch zu erreichen. Ja, es ist kein Wunder, wenn man natürlich die Förderung zurückfährt, ist das automatisch die Folge, ja. Obwohl ich nicht sagen will, dass ich ein großer Fan davon bin, ja, aber das ist eine ganz normale Folge ist, ja. Jetzt kommt's. Aber es gibt gute Gründe für die enttäuschenden Zahlen.
Und da geht's los. Die Branche weist darauf hin, dass die Lieferzeiten für viele Fahrzeuge immer noch sehr hoch sind. Ja, bei Audi, Mercedes wartet man je nach Modell bis zu 18 Monate lang. Ja, ich sag mal so, Tesla hat Autos ohne Ende da, könnt ihr sofort kaufen, habt ihr sofort, ja. Und ihr habt noch viele andere Vorteile, die hier noch als Nachteile kommen, die ihr nicht habt mit dem Tesla. Ja? Andere Hersteller sind etwas schneller, aber unter 5 Monaten geht bei den meisten auch nichts. Nee, falsch, bei Tesla geht das. Ich finde das krass, ja, diese pauschalisierten Meldungen, ja. Unter 5 Monaten geht nichts. Hier ist Tesla komplett außen vor, existiert nicht, ja. Dagegen sind die Lieferzeiten für Verbrenner weiter gut. Teilweise liegen sie unter 3 Monaten. Also man könnte sagen, teilweise wartet man auf den Verbrenner länger als auf den Tesla. Ja, gute, große Nachfrage, wenig Kapazitäten. Die Hersteller bauen die Kapazitäten zwar schnell aus, können aber die weltweite Nachfrage nicht decken, ja, außer in China. Zudem gibt es jede Menge sehr teure Autos, aber an Fahrzeugen im unteren Preissegment mangelt es. Ja, als Beispiel hier, unter 20.000 Euro bekommt man nur den Dacia Spring, dessen Reichweite gerade mal 230 Kilometer alles andere als perfekt für einen Alltagseinsatz ist. Ja, dann geht's weiter. Renault Zoe kostet mittlerweile 35.000 Euro, der ID.3 von Volkswagen 39.000 Euro. Das sind nicht gerade Schnäppchen. Der Kaufpreis liegt außerhalb dem Budget vieler Kunden. Da sage ich mir, was ist denn das für eine Aussage? Ja, schaut doch mal einfach, das vergessen die immer. Wir reden von Neuwagen. Natürlich ist das so. Der sagt, nee, ich kaufe keinen Neuwagen, ich kaufe nur einen Jahreswagen, ich kaufe nur gebrauchte Waren. Naja, klar, der hat andere Preise, ist doch völlig normal. Aber der mittlere Preis für Neuwagen, ja, lag immer schon irgendwo bei 35.000 Euro. Und da redet man von Verbrennern, nicht von Elektroautos. Ja? Und da erzählte mir jetzt hier, naja, Moment mal, aber die Autos sind ja viel zu teuer. Nee, das vergessen die immer, ja, das sind Neuwagen, nagelneu, die sind immer am teuersten. Das war nie anders, ja. Und klar kann man sagen, ein Renault Zoe, na gut, ist ein kleines Auto, ja. Aber ich sag mal so, 35.000 Euro kriegt ihr auch einen Tesla. Ja, ein bisschen mehr oder für 39, ID 3 kriegt ihr auch einen Tesla. Ja. Und das sind das normale Preise. Ja, die Volumenautos der Hersteller sind aber Modelle wie der Renault Twingo oder VW Polo. Das ist genauso ein Quatsch. Volumenhersteller oder Volumenautos von VW, das war der Golf. Ist er vielleicht noch, aber es war nie der Polo, es war der Golf. Jedenfalls meines Wissens nach war das immer der Golf. Ja. Und hier gibt es keine vernünftigen Angebote. Dahin nur ein kleines Stückzahl. Hersteller Twingo bekommt lediglich 190 Kilometer weit und kostet dann noch 25.000 Euro. Ich sag mal, ja, für einen Twingo ist das auch viel Geld, ja. Also eigentlich zu viel Geld, ja. Aber ich meine, da kann ich gleich noch 10.000 drauflegen und kaufe mir einen Tesla. Ja. Ja, dann das nächste Punkt, und da gebe ich ein Stück weit recht, ja, das Laden ist weiter schwierig, ja, erschwerend kommt hinzu, dass die Ladeinfrastruktur immer noch sehr ausbaufähig ist, und das stimmt aber auch nur teilweise, ja, zunächst wächst die Zahl der Ladestationen und so weiter, völlig unübersichtlich für Neukunden ist zudem die Frage, wo sie ihre Autos günstig laden können. Wir lesen mal weiter. Man stelle sich vor, die Autofahrer müssten erst einen Vertrag bei Shell, Total oder BP unterschreiben, bevor sie Sprit tanken können. Mich immer schon aufgeregt, ja, dass das nicht in Ordnung ist. Aber so ist die Situation bei der Ladeinfrastruktur. Herauszufinden, welcher Anbieter in welcher Region gut ausgebaut ist und wo man wann günstig laden kann, gleicht einer Detektivarbeit. Ja, und genau das habt ihr bei Tesla nicht. Also von diesen vielen Gründen, ja, sehe ich im Grunde wirklich keinen einzigen. Ja, also Lieferzeit ist okay, Ladenetz ist da immer vorhanden, Preise sind momentan sogar günstig, ja, ich muss mal keine Detektivarbeit machen, keine Gedanken machen mit dem Laden, europaweit, außer vielleicht Osteuropa, war es ein bisschen schwierig, aber ansonsten Westeuropa auf jeden Fall komplett ausgebaut, ja, also die Gründe treffen da alle nicht zu. Ja, krasse Geschichte. Ja, jetzt kommt's weiter. Schlimmer war das, wenn man ins Ausland will. Manche Anbieter haben einen Kooperationsvertrag mit einem ausländischen Anbieter, manche nicht. Ja, dann fahr doch Tesla. Da interessiert dich das nicht, ja? Das ist auch der Punkt, wo Tesla immer weiter Vorreiter wird, ja? Ihr habt es bestimmt mitbekommen, ich habe das ja nicht als Thema drin, ja? Tesla hat eine Kooperation eingegangen in den USA mit Ford und ich glaube auch sogar der Rivian oder so kommt mit dazu, der andere Jeep als Model 3 und noch eine andere Firma, ich weiß jetzt gerade nicht, aber die haben damit quasi mit ihrer Marktmacht haben sie ihren Ladeanschluss durchgesetzt in USA. Ja, die sagen einfach, okay, wir haben ja drei große Hersteller von Autos, die sich alle auf diesen Standard geeinigt haben und damit ist das Standard in den USA. Ja. Wir haben ja auch bei uns den Typ 2 Standard. Großes Glück, dass damals Tesla sich dafür entschieden hat. Ja.
Ja, und damit hat man diese Probleme nicht im Ausland. Wie gesagt, Osteuropa ist eine kleine Ausnahmesituation, aber auch da mittlerweile war es immer besser. Ja. Wo man Strom zapfen darf, ist für viele Neueinsteiger völlig unklar. Ja, dann kauft euch doch einen Tesla. Ist das nicht unklar? Ich meine, ich bekomme nichts von Tesla dafür, ja? Übrigens, ich habe ja auch Referral-Code, er wurde noch nie benutzt von jemandem. Also, wer überlegt, einen Tesla zu kaufen, kann mal gucken. Ich habe ihn aber, glaube ich, gar nicht mal in meiner Videobeschreibung, weil ich setze ihn mal rein, ja. Ich weiß, es ist so ein bisschen umstritten, die Geschichte. Aber ich bekomme nichts dafür, dass ich Werbung für Tesla mache. Das mache ich aber nur, weil ich wirklich überzeugt bin von dem Auto und von der Firma. Ja. Punkt. Ja. Wenn man überhaupt eine Ladesäule findet, die man bei Tesla immer findet, findet das Auto automatisch. Ja, ja, und vor allem in vielen Ländern Osteuropas sind Ladesäulen eine Seltenheit. Ja, da ist der einzige Punkt, wo ich dem Kollegen hier recht gebe, den Herrn Dahlmann, seit 25 Jahren Journalist, seit 10 Jahren in der Automobilbranche unterwegs, aber ich denke mal, noch nicht allzu lange in der Elektroautomobilbranche. Ja, so mit dieser Meldung fand ich auch ganz interessant und ich sage mal so, diese Gründe kann man alles als Tesla-Fahrer komplett zerpflücken, in der Luft zerreißen und wegschmeißen, weil die sind nicht vorhanden für uns. Ja, ja. Nächster Punkt, jetzt muss ich mal gucken, ich habe mich glaube ich hier vertan, oder? Nee. Nummer 7, Kostenschock Werkstatt. Und das ist auch ganz interessant. Und das hier eine Meldung von Golem, glaube ich. Kann ich ja gar nicht so richtig erkennen oder auch nicht. Oder Insider. Und die schreiben hier, Kostenschock Werkstattrechnung für kleine E-Autos trudeln ein. Ich betone, wir reden hier von kleinen E-Autos. Interessant, auf dem Bild ist ein Porsche. Die sich vertan beim Bild, ich weiß es nicht. Oder haben es gar nicht gemerkt. Oder hat das ein Computer automatisch gemacht, ich weiß es nicht. Ja. Ja. Und so schreiben sie, eigentlich sind sie eine tolle Sache, wenn da nicht die extra Kosten wären. Jetzt trudeln die Werkstattrechnungen für kleine E-Autos ein und sorgen bei den Fahrzeugen für geschockte Reaktionen. Ja, die Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. Vor allem kleinere E-Autos dabei sind sehr praktisch. Ihre Anschaffungskosten sind überschaubar und in der Stadt ist man mit ihnen fix und flexibel unterwegs. Ja, unterschreibe ich sofort. Ich trinke mal einen Schluck. Darum soll es doch keinen Grund zur Beschwerde geben. Oder etwa doch? Leider ja. Und dann schreiben sie ja, bei dem ganzen Spaß an der E-Mobilität kann einem die teils extrem hohen Werkstattkosten schon mal einen Strich durch die Rechnung machen. Sind diese gerechtfertigt? Nee, sind sie nicht, kann ich jetzt schon sagen, ohne weiterzulesen. Sind sie nicht, aber wir lesen trotzdem weiter. Ja, bei einem batteriebetriebenen Auto ist das Wichtigste die Batterie. Stimmt. Wer hätte das gedacht? Ja, ja, wer hätte das gedacht? Und wenn die mal kaputt geht, dann muss man schon sein Konto plündern, um das bezahlen zu können. Jetzt überlege ich so, wie viele E-Autos hatten letztens eine kaputte Batterie? Ich rede nicht von der 12-Volt-Batterie, ich rede von der Hauptbatterie. Also da fallen mir nicht viele ein. Jetzt kommt der nächste Punkt. Wie viel Garantie bieten die meisten? 8 Jahre. Wie lange gibt es jetzt E-Autos? Ja, es geht los mit 8 Jahren. Ja. Die ersten Tesla Model S kommen in diesen Bereich rein auf jeden Fall. Model 3 noch nicht, ja. Sag ich mir, wer hat das hohe Rechnung für die Batterie? Die schon eintrudeln? Ja, und ich schreibe es aber bedauerlicherweise können auch kleine Reparaturen für E-Autos schon richtig ins Geld gehen. Und da fragt man sich, ob sich eine Anschaffung überhaupt lohnt. Ja, das habe ich mir schon beim Verbrenner gefragt, wenn ich bei VW zur Werkstatt war. Obwohl ich sagen muss, ich fand das relativ günstig hier bei uns, ja. Ich war doch immer sehr zufrieden. Und ich habe es auch nur gemacht, weil ich hatte eben einen Jahreswagen-Golf, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, machst du die Durchsichten, hast deine Mobilitätsgarantie für ein Jahr. Und dann habe ich das gemacht, ja. Und es war ja noch alles bezahlbar. Aber natürlich sieht es auch ganz anders aus in anderen Firmen. Ja, da schlagen die alle voll zu. Ist ja das zweite Standbein der meisten Autohäuser, ja. Vielleicht aber nur bei den Fahrern. Also schreiben sie quasi, Autos sind beliebt, ja, aber vielleicht nur bei den Fahrern, dem bisher noch keine Werkstattrechnung für ihre E-Autos unter die Augen gekommen ist. Im Durchschnitt sind diese nämlich fast doppelt so hoch wie die klassischen Wagen. Das hemmt das Fahrvergnügen. Ursache für die hohen Kosten ist meist leider genau das Teil, das am öftersten kaputt geht, richtig die Batterie. Also das höre ich zum ersten Mal, ja. Also es ist ja irgendwo eine Statistik zu sehen, dass am meisten die Batterie kaputt geht. Also ich weiß noch, die kleinen, das gibt es immer mal ein Problem mit den 12-Volt-Batterien, dass die mal leer gehen. Ja, das ist relativ bekannt, aber die kosten ja gerne 20.000 Euro oder so, ja. Also die Meldung verstehe ich gar nicht, ja. Wir schreiben es aber nicht nur, die horrenden Batteriepreise können einen die Laune verderben. Auch eine gewöhnliche Autoinspektion, also E-Auto-Inspektion, kann schnell teuer werden. Der bekannte YouTuber E-Fieber zahlte für die Inspektion seines 2 Jahre alten Renault Zoe beispielsweise fast 1.000 Euro. Ich habe das Video gesehen und ich habe es mir nochmal angeguckt, ja, in Vorbereitung auf mein Video heute. Und ich muss sagen, Leute, das ist normaler Renault-Preis.
Also es hat mit dem E-Auto gar nichts, guckt euch das mal an, das Video, ja, diese Problematik hat mit dem E-Auto nichts zu tun, ja, vielleicht nur indirekt, wenn man sagt, na gut, das Auto war 2 Jahre alt, ja, die Bremsen hinten, die Scheibenbremsen, die waren so verrostet, dass die quasi gewechselt werden müssen und der Kostenvoranschlag waren 700 Euro, ja, und da sage ich mir, na ja gut, aber das waren die gleichen Bremsscheiben, die am Verbrenner dran sind. Ja, so kann man eben da sagen, naja, hätte er mal öfters gebremst, hätte er sie öfters mal benutzt, wie auch immer, ob das geht, weiß ich nicht, ja, kommt drauf an, dann wären sie vielleicht noch tipptopp gewesen, ja, und ansonsten sind das die gleichen Verbrenner, das heißt, die gleichen Bremsscheiben, ja, wir haben die gleichen Kosten, egal ob es Verbrenner oder E-Auto ist, die Bremsscheiben bei Renault, wenn die komplett gewechselt werden, ja, müssen ja auch die Glötzer gewechselt werden, ja, die ganze, die Arbeitsleistung an sich und so weiter, ist dann der Preis, ja. Ich habe damals auch im Golf, da war ich auch bei VW, habe halt alle 4 Bremsen machen lassen am Golf und habe die Krise gekriegt. Ich weiß den Preis nicht mehr aus dem Kopf, aber es waren, glaube ich, 1.000 Euro, über 1.000 Euro, alle 4 Bremsen. Und ich sagte, nee, Leute, das mache ich nicht, ja. Da habe ich mir die Bremsscheiben im Zubehör gekauft, die Glötzer im Zubehör gekauft, habe eine freie Laststelle gefunden, habe es machen lassen, habe bezahlt 350 Euro alles zusammen. Ich meine, das ist doch normal, ja. Das hat mit E-Auto überhaupt gar nichts zu tun. Wenn man das Video auch sieht, sieht man das, ja. Da ist keine Komponente eines E-Autos kaputt gegangen. Im Gegenteil, ist noch die Rückfahrkamera hat nie funktioniert. Ja, die haben sie nicht mehr repariert, ja. Also, dieses Video anzuführen ist totaler Schwachsinn in meinen Augen, ja. So. Ja, dann schreiben sie auch, der Preis für eine Routineuntersuchung eines fast nagelneuen Wagens sollte nicht so hoch ausfallen. Ja, ja, das gilt für die Verbrenner genauso. Ja, das stimmt. Ja, das hat mit E-Auto nichts zu tun. Ja, vielleicht denken wir aber auch immer noch mit der Brille des Verbrenner, der Verbrennerzeiten. Jetzt wird es quasi völlig schizophren. Eventuell müssen wir einige Päckchen, welche die E-Mobilität mit sich bringen, scheint einfach zu tragen lernen. Also Leute, echt. Ich kann nur sagen, ja, verkauft den Renault, holt dir einen Tesla. Ich meine, auch als Zweitwagen ist der günstig im Unterhalt. Und ich meine, wir haben da die Preise gerade gesehen, ja, wenn man es Neuwagen ausgeht, so groß ist der Unterschied nicht, ja. Ich glaube, 39 war es Renault so, ja. Und ich finde das Auto eigentlich auch schön. Ich hatte mal so einen Renault so schon mal als zur Probefahrt. Ja. Es musste ja loswerden, ja. Es ist wirklich, sag ich mal, eine sehr komische Geschichte hier. Ich verstehe das nicht, wie man das hier so schreiben kann. Das ist eigentlich eine Meldung. Die hat, sag ich mal, so wie das Foto hier vorne drauf, die hat null Informationswert. Wirklich null. Die tut einfach nur mal ein bisschen die E-Autos bashen und das war's. Ja. Aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ja. Ich brauche ja was, um mich dran abzuarbeiten. Ja, letzte Meldung und die finde ich auch ganz interessant und die passt richtig dazu zur letzten Meldung der heutigen News, ja. VW reduziert Touchscreen. Ja. Und ich sag mal so, das kommt immer raus, wenn man versucht, den anderen, der auf einmal nach vorne geprescht ist, der auf einmal sie überholt hat, nämlich Tesla, wenn man den dann übertrumpfen will und es übertreibt und dann die eigenen Kunden nicht mehr damit klarkommen. Und das war meiner Meinung nach auch hier der Fall. Das ist eine Meldung von Computerbild. Ist nicht mein beliebtestes Medium hier. Haben auch viele andere geschrieben, ja. Volkswagen. Frustrierte VW-Kundschaft. Fokus auf Touchscreen war Fehler. Und ich weiß, ich rede euch da allen zum Munde. Also die meisten sehen das genauso, ja. Ich finde das ja so extrem bei Tesla. Ich habe es oft genug gesagt. Dieses aufgeräumte Cockpit, diese Reduzierung, ja, auf einen großen Touchscreen. Ich finde das genial, es hat verschiedene Vorteile. Erstmal finde ich, dass sieht das schick aus, es sieht zeitgemäß, sieht hochmodern natürlich aus, ja. Und es ist auch extrem flexibel, was die ganzen Schalteranordnungen betrifft, was Schalter neue hinzufügen, welche wieder abwählen. Ja, das ist ja alles mit fest verbauten Schaltern nicht möglich. Und ja, auch Tesla hat nicht nur komplett Touch-Tasten. Ja, wir haben ja noch im Lenkrad die Walzen, das sind eigentlich Drehknöpfe und die sind wirklich prima. Dann finde ich auch, dass man die verschieden belegen kann, ja, ist ja so. Hier kommt nachher noch, ja, ein Drehrädchen für die Lautstärke. Ist ja schön, aber kann man das anders belegen? Wahrscheinlich nicht, ja, bei Tesla geht das. Da kann man aussuchen, will ich jetzt das Radio damit machen oder will ich das damit machen? Ich meine, klar, auch bei Tesla im kleinen, eingegrenzten Rahmen nur, ja, aber theoretisch könnte es aber Sophia machen, okay, ab morgen kannst du damit bedienen, was du willst. Das ist problemlos möglich, ja. Und sag ich mal, hat Tesla alles richtig gemacht, ja, und VW wollte es überflügeln und hat im Grunde vieles falsch gemacht, ja. Und wir lesen noch einmal rein, was falsch ist. Wirklich Fehler, wo ich mir sage, wie kann sowas passieren, ja. Ja, jetzt lenkt nur VW ein und plant wieder mehr Knöpfe und Schalter zu verbauen. So, da schreiben sie doch nicht immer die Bedienung per Touch einfach und kommt bei der Kundschaft gut an. Naja klar, wenn man auch so unterschaubare Menüs macht, ja, wird schwierig, ja. Sehr deutlich zu spüren bekam das offenbar Volkswagen. Der Autokonzern setzt bei einer Reihe neuer Fahrzeuge auf eine unkonventionelle Innenraumgestaltung mit größtenteils berührungsempfindlichen Bedienelementen.
Ich meine, da haben wir es ja auch schon, ja. Wenn wir überlegen, gut, man kann sagen, dass das Tablet im Tesla ist natürlich ein berührungsempfindliches Bedienelement, aber die meinen ja eher so eine Touch-Tasten, ja, am Lenkrad oder sowas. Das ist, ja, das hat ja Tesla nicht, ja. Ja, doch statt begeistert vom innovativen Design sind Kunden frustriert und bekommen mit den Funktionen nicht zurecht. Jetzt geht's eben los, ja. Beim aktuellen Golf GTI, da wusste ich gar nicht, dass es wirklich in allen Fahrzeugen ist, also auch im Verbrenner, dachte immer nur in den Elektrofahrzeugen ist das drin, aber überall scheint es zu sein. Und da ist eben so, dass man ja besonders verärgert reagiert die Kundschaft offenbar über die digitalen Schieberregler der Klimaanlage. Und jetzt kommt's. Da diese unbeleuchtet sind, scheinen Änderungen an der Einstellung im Dunkeln reine Glückssache zu sein. Leute, wie kann man das ohne Beleuchtung machen? Ich meine, das hätte es echt sein können. Ja, hätten die es von Anfang an mit Beleuchtung gemacht, wäre das Problem vielleicht nie aufgeploppt. Ich meine, ich habe die nie benutzt, ich weiß es nicht. Aber ich meine, das ist doch, wieso macht man im Dunkeln, muss man die suchen oder was? Und da haben wir es gut im Tesla, da leuchten die Tasten alle. Und zur Not kann ich auch sagen, da möge, ja, also kann ich auf den Knopf drücken und sagen, mir ist kalt oder mir ist so warm, dann geht es auch mit Sprachsteuerung, ja, aber es ist Wahnsinn, ja. Ja, wahrscheinlich sind die alle nur im Hellen gefahren, die ganzen Tester. Ja. Und dann schreiben sie weiter, ja, bei zukünftigen Modellen werden wir da mehr Knöpfe und Schalter verbauen, ja. Zum Beispiel, man habe bereits sehr viel Zeit damit verbracht, herauszufinden, was Kunden wichtig ist. Welche Funktionen sie normalerweise beim Autofahren aufrufen, wo sie intuitiv hingreifen, um das Licht einzuschalten und vieles mehr. Wie war das noch mit dem Licht beim Tesla? Ich glaube, ich steige ein und fahre los und wenn es dunkel ist, ist das Licht an und jetzt hält es das Licht aus. Habe ich da einen Schalter dafür? Ja, den habe ich schon, aber den brauche ich nicht. Also, wenn jemand vom VW zuguckt, müsste jetzt so ein Licht aufgehen. Ja, das ist wie mit dem Startknopf. Ja, VW wahrscheinlich auch noch hat, ich weiß es nicht, aber ich vermute, man haben die auch noch. Ja. Ja. Und dann schreiben sie, wenn man Knöpfe macht, ist es besser, wenige Knöpfe zu machen, aber wirklich schöne Knöpfe, wie im Flugzeug. Ja, bereits beim kommenden VW Tiguan hat VW die unbeleuchteten Schieberegler für die Klimaanlage sowie die haptischen Lenkradtasten entfernt. Dafür gibt es in der Mittelkonsole einen neuen Drehregler. Und ich bin kein Fan von dem Drehregler, ja, ich bin damit noch nie klargekommen. Ich hatte aber meistens nur Leihwagen, wo das war. Ich finde es blöd, wenn man hier so runtergreifen muss und dann so durchs Menü sich scrollen muss. Da kann ich auch gleich am Bildschirm bei Tesla das machen, ist dann viel einfacher. Und das Gute bei Tesla ist ja, und das wissen auch die wenigsten Tesla-Fahrer, also die keinen Tesla fahren, ja, das ist echt eine coole Sache. Ich fahre mit dem Tesla, ich muss meine Sonnenbrille holen, ich will was am Display einstellen, was mache ich? Ich schalte einen Autopilot ein, ja, ich suche meine Strecke raus, denke, okay, jetzt geht es jetzt hier mal eine Minute geradeaus, keine Kreuzung und nichts, ja, kann im Verkehr mitschwimmen, mache einen Autopilot an und dann kann ich auch mal entspannt und ohne hektisch zu werden die Sonnenbrille raussuchen, auf dem Display mal was einstellen, ja, und dann kann ich wieder den Autopilot ausschalten. Ja, und das ist natürlich eine Sache, die ihr das auch extrem sicher macht, und das mache ich eigentlich immer so, ja. Und wenn ich merke, oh, Autopilot kann ich hier nicht nutzen, gerade viel Verkehr, chaotischer Verkehr, na, dann lass ich erstmal alles so, wie es ist, ja. Und das finde ich auch eine große Stärke von Tesla, und das wissen die meisten nicht, ja. Ja. Also da hat VW immer noch was zu lernen, ja, interessanterweise. Gibt's da Kommentare dazu? Nee. Da hat VW immer noch was zu lernen, muss man echt deutlich sagen. Guckt bei Tesla, man macht ja viel bei Tesla nach, ja. Gerade den neuen Passat-Nachfolger sieht im Grunde innen drin so aus wie Tesla. Aber ich sag mal so, einen Lautstärkeknopf, den braucht man nicht. Ich habe den im Lenkrad. Ja, und damit kann ich laut und leiser machen. Ich kann es auch da vorne laut und leiser machen am Display. Ich kann es über Sprachsteuerung lauter machen. Ja. Ich vermisse kein Knopf zum lauten und leiser machen. Ja, das war's mit dem News KW 25 2023. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen auch gefallen. Habt ihr irgendwelche Kommentare, schreibt es gerne rein. Ja, also wenn ihr irgendwas, euren Senf irgendwo dazugeben wollt und sagt, oh, da spinnt er sicher ganz anders. Ja, gerne. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß im Netz. Ja, ein schönes Wochenende. Viel Spaß im Internet. Und wollte ich sagen, nicht vergessen, Daumen nach oben klicken, abonniert meinen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.